Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. In Südafrika beginnt eine neue Ära. Nahezu 350 Jahre weiße Herrschaft gingen heute zu Ende. Das Land hat den ersten schwarzen Präsidenten seiner Geschichte, Nelson Mandela. Er wurde gewählt vom ersten demokratischen Parlament in Südafrika. Einer seiner Stellvertreter ist Frederick de Klerk, der als Präsident die historische Wende eingeleitet hatte. Mandela, der morgen feierlich in sein Amt eingeführt wird, versprach allen Südafrikanern Gerechtigkeit und eine Zukunft ohne Rassenschranken. Voller Hoffnung am Kap. Tausende bejubeln Nelson Mandela vor der Stadthalle in Kapstadt. Ich fühle mich wie neu geboren. Ich bin überglücklich, dass wir endlich einen schwarzen Präsidenten haben. Ein euphorischer Erzbischof Tutu ruft begeistert aus: Dies ist für uns der Tag der Befreiung, auf den wir so lange gewartet haben. Der Tag der Machtübernahme der Schwarzen, gefeiert wie Karneval. Tutu und Mandela, die beiden Freiheitskämpfer, umarmen sich. Kurz zuvor hatten Mandela und de Klerk noch über Kabinettsposten verhandelt. De Klerk war unzufrieden, aber alles blieb wie vom ANC vorgeschlagen. Jetzt spricht der neue Staatspräsident von der Herausforderung, das Land nach Jahrzehnten der Rassentrennung wieder aufzubauen, verspricht eine Zukunft, in der alle gleiche Chancen haben. The task at hand will not be easy, but you have mandated us to change South Africa from a country in which the majority lived. Es wird nicht einfach werden, Südafrika in ein Land zu verwandeln, in dem die Mehrheit der Menschen endlich Hoffnung auf ein Leben in Würde haben kann. Aber sie haben für den Wandel gestimmt und sie werden ihn bekommen, verspricht Mandela. Das fing schon im Parlament an. Ein Medizinmann vertreibt die bösen Geister der Apartheid, Symbol einer neuen Zeit. Nelson Mandela umarmt den Katar-Führer Buthelezi, eine Geste der Versöhnung, für die es lauten Applaus gibt. Dann werden die 400 Abgeordneten vereidigt. Ohne Gegenstimme wird Nelson Mandela danach per Knopfdruck zum ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas gewählt. Viele der neuen Abgeordneten jubeln, manche singen oder weinen. Ein bewegender Moment für Mandela und seinen Amtsvorgänger de Klerk, der nun Vizepräsident ist. Gemeinsam treten sie vor die Kameras. Nelson Mandela vom politischen Gefangenen zum Staatspräsidenten. Sein erster offizieller Auftritt auf den Stufen des Parlaments kurz, aber symbolisch. Nach 342 Jahren ist die weiße Alleinherrschaft zu Ende. Südafrika hat den Übergang in die Demokratie geschafft. Bundespräsident von Weizsäcker hat Nelson Mandela zur Wahl beglückwünscht und dessen Bereitschaft zu Versöhnung und Kompromiss hervorgehoben. Mandela, so heißt es in einem Telegramm, habe einen großen Sieg für die ganze Menschheit errungen. Angaben aus dem Verkehrsministerium vom Wochenende: Die Bundesregierung plane eine Autobahngebühr von 5 Pfennig pro Kilometer, haben unter den Bonner Parteien eine heftige Diskussion ausgelöst. Der zuständige Verkehrsminister Wissmann wies heute diese Angaben als reine Spekulation zurück. Aus Bonn, Edeltraut Remmel. Noch nie war er so in den Schlagzeilen wie heute. Matthias Wissmann, der Bundesverkehrsminister. Will er nun die Autobahngebühren oder nicht? Widersprüchliches seit dem Wochenende. Spekulationen über die Einführung von Autobahngebühren mit 5 Pfennig pro Kilometer sind völlig an den Haaren herbeigezogen. Solche Entscheidungen können heute gar nicht getroffen werden, denn wir müssen jetzt erst einen Feldversuch machen, wo alle möglichen elektronischen Systeme einer Gebührenerfassung sorgfältig untersucht werden. Am Wochenende wurden Pläne aus seinem Haus bekannt, wonach Benutzer von Autobahnen demnächst 5 Pfennig pro gefahrenem Kilometer zahlen müssen. Mit einem solchen elektronischen Erfassungssystem soll das ermöglicht werden. Zwischen Köln und Bonn bereits eine Teststrecke. Ein Jahr lang soll hier geprüft werden. Teures Fahren, aber zum Ausgleich soll die Kfz-Steuer gesenkt werden. Ein Plan, der heute auf heftigsten Widerstand stieß. Was Herr Wissmann plant, ist ganz offenkundig eine weitere zusätzliche Belastung. Vom bloßen Abkassieren war da die Rede, im Wesentlichen ohne umweltpolitischen Nutzen. Der Plan sei kurzum zu konzeptionslos und er schafft nicht das, was wir brauchen, nämlich ein Umsteuern im Verkehrssektor insgesamt. Bei der FDP heute auch Ablehnung.
Der Generalsekretär schlug stattdessen zur Lösung eine Mineralölsteuererhöhung vor. Den Fünf-Pfennigs-Plan hielten die Liberalen für unverantwortliches Gerede ohne jede Berechnungsgrundlage. Spätestens seit heute weiß der Verkehrsminister, welche Themen wahlkampftauglich sind und welche nicht. Fragt sich natürlich noch, für welchen Wahlkampf, denn so wissen Experten, bis zur Jahrhundertwende können die Pläne eh nicht realisiert werden. Die FDP hat heute ihr Wahlprogramm vorgestellt, das Anfang Juni auf dem Bundesparteitag in Rostock verabschiedet werden soll. Darin bezeichnen sich die Liberalen als Partei der Leistungsträger und Besserverdienenden. In dem Entwurf werden als wichtige Ziele die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Vollendung der deutschen Einheit und mehr weltpolitische Mitverantwortung Deutschlands genannt. Ein Bürgergeld soll die Vielzahl an Sozialleistungen zusammenfassen. Um die Wirtschaft anzukurbeln, will die FDP Steuern senken. Der CSU-Vorsitzende Weigel hat die SPD-Initiative für ein parteiübergreifendes Aktionsbündnis gegen die Republikaner als durchsichtigen Propagandavorschlag abgelehnt. Solange die SPD nicht bereit sei, gleichermaßen gegen Linksradikale und die PDS vorzugehen, werde seine Partei an einem solchen Bündnis nicht mitwirken. Im Übrigen bekämpfe die CSU die Republikaner in Bayern so entschieden wie keine andere Partei. Im Bonner Kanzleramt hat die Bundesregierung heute zum 21. Mal mit Vertretern der Länder, der Gewerkschaften und der Arbeitgeber über den wirtschaftlichen Aufbau Ostdeutschlands beraten. Bundeskanzler Kohl erklärte, ein Aufschwung sei klar zu erkennen. Dennoch müsste die westdeutsche Industrie ihr Engagement noch erheblich steigern. Besondere Schwierigkeiten gibt es weiter auf dem Arbeitsmarkt. In diesem Jahr liegt die Zahl der Arbeitslosen um 100.000 höher als im Vorjahr. Um allen Jugendlichen einen Ausbildungsplatz sichern zu können, fordern Wirtschaft und Gewerkschaften wieder ein staatliches Lehrstellenprogramm. Im Tarifkonflikt der Druckindustrie ist keine Bewegung in Sicht. Die Zentrale Tarifkommission der IG Medien lehnte heute den Vorschlag des Schlichters ab. Noch in dieser Woche sollen die Mitglieder der Gewerkschaft befragt werden. Außerdem beantragte die Tarifkommission die Einleitung von Urabstimmungen. Dabei ist aber noch unklar, ob und wann die Mitglieder zu den Urnen gerufen werden. Die Arbeitgeber erklärten unterdessen, dass sie nicht zu Nachverhandlungen über den Schlichterspruch bereit sind. Die Westeuropäische Union öffnet sich für die Staaten Mittel- und Osteuropas. Die Außen- und Verteidigungsminister der BEU nahmen heute in Luxemburg die drei baltischen Staaten sowie Polen, die Tschechische Republik, die Slowakei, Ungarn, Rumänien und Bulgarien als assoziierte Partner auf. Nach Angaben von Bundesaußenminister Kinkel bietet sich den Ländern damit die Perspektive einer Vollmitgliedschaft in der WEU und die Chance auf einen NATO-Beitritt. Russland hat heute den 49. Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland gefeiert. Präsident Jelzin rief zum Respekt gegenüber seinem Land auf. Selten ist der russische Präsident so deutlich geworden wie an diesem 49. Jahrestag des Sieges über Hitler-Deutschland. Vor Zehntausenden warnte Boris Jelzin heute den Westen vor Überheblichkeit. Wörtlich: Russland muss man stets mit Sie ansprechen. Eine andere Anrede wird unser Volk niemals und von niemand akzeptieren. Dazu habe Russland einen zu hohen Blutzoll im Krieg entrichtet. Möglicherweise war dies ein Hinweis auf die Verärgerung, mit der in Moskau Bonner Pläne aufgenommen werden, die Westalliierten in diesem Sommer getrennt von den Russen aus Deutschland zu verabschieden. Mit Sicherheit aber wollte Jelzin den starken nationalistischen Kräften, die heute ebenfalls in der Stadt unterwegs waren, den Wind aus den Segeln nehmen. Hier bei der Opposition, die auch einige 10.000 Menschen auf die Beine brachte, tummelten sich all die, die sich im vergangenen Oktober die blutige Machtprobe mit Jelzin lieferten. Sie waren wieder da, die Kosaken, die Sowjetoffiziere, die Rechten und die Linken und natürlich auch Alexander Rutzkoi, ganz so, als habe es den Oktober und die Niederlage am Weißen Haus nie gegeben. Unversöhnlich gibt sich die Koalition von Kommunisten und radikalen Nationalisten. Alexander Rutzkoi, der geschasste frühere Vizepräsident, ist ihre Symbolfigur. Und er hat heute die Losung ausgegeben: Solange Boris Jelzin im Amt ist, wird die Konfrontation weitergehen. Überragender Gewinner der ersten Runde der Parlamentswahl in Ungarn sind die Sozialisten unter Gyula Horn. Sie kommen auf rund 33% der Stimmen, dreimal so viel wie vor 4 Jahren. Das regierende Demokratische Forum vom Ministerpräsident Boros dagegen verlor die Hälfte seiner Wähler und erreichte nur 12%.
Über die endgültige Mandatsverteilung entscheidet eine Stichwahl Ende Mai. Die bosnischen Serben verstoßen nach Feststellung der UN gegen die Waffenstillstandsbedingungen für Goražde. So seien in den Sperrzonen noch immer schwere Waffen versteckt. Und außerdem hielten sich dort bis zu 150 serbische Polizisten auf, vermutlich verkleidete Soldaten. UN und NATO hatten den Serben vergangenen Monat mit Luftangriffen gedroht, falls sie sich nicht aus der Umgebung Goraždes zurückzögen. Die Kämpfe zwischen den Truppen Nord- und Südjemens gehen trotz internationaler Aufrufe, den Bürgerkrieg zu beenden, weiter. Bei ihrer Offensive gegen den Süden sollen Truppen des Nordens bis kurz vor Aden vorgedrungen sein. Dies wird allerdings vom Süden bestritten. Das Fernsehen des Nordjemen zeigte diese Bilder einer Brigade, die den strategisch wichtigen Mukaris-Pass 80 Kilometer vor Aden eingenommen hat. Der Norden soll dem Süden militärisch überlegen sein. Die europäischen Länder bringen unterdessen ihre Bürger vor dem Krieg in Sicherheit. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes befinden sich nur noch wenige Deutsche in Sanaa. Die deutsche Botschaft dort soll geöffnet bleiben. Der Weg für die Weltausstellung Expo 2000 in Hannover ist frei. Nach langen Verhandlungen unterzeichneten heute in Bonn Wirtschaftsminister Rexroth, Niedersachsens Ministerpräsident Schröder und Vertreter der Kommunen sowie der Wirtschaft die Verträge. Organisiert wird die Expo von einer eigens gegründeten Gesellschaft mit einem Eigenkapital von 100 Millionen Mark. Der Bund ist mit 40% beteiligt. Weitere Anteile halten das Land, die Wirtschaft und die Stadt Hannover. Auch DDR-Staatsanwälte können wie Richter nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofes grundsätzlich wegen Rechtsbeugung bestraft werden. Dies gelte insbesondere dann, wenn Staatsanwälte aus politischen Motiven heraus Sachverhalte verfälscht und Verfahren deshalb eingestellt hätten. Als Kriterien für eine Verurteilung nannte der 5. Strafsenat des BGH, dass sich ihre Entscheidungen als Willkürakte, als Verletzung von Menschenrechten und als Einzelexzesse darstellten. Das Aufgebot des Deutschen Fußballbundes für die bevorstehende Weltmeisterschaft in den USA ist komplett. Bundestrainer Vogts nominierte heute die Kaiserslauterer Stefan Kuntz und Martin Wagner als 21. und 22. Spieler nach. Nun ist der THW Kiel auch offiziell deutscher Handballmeister. Nach einem Empfang im Rathaus wurde die ersehnte Silberschale zum ersten Mal den Fans präsentiert. Mehrere hundert stimmten auch heute Jubelgesänge an, obwohl schon seit 2 Wochen gefeiert wird. Denn so lange steht die Meisterschaft fest. Seit 1963 hatten die Kieler auf den begehrten Titel warten müssen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 10. Mai. Ein Wolkenband von Norwegen bis nach Italien teilt Europa in 2 Wetterzonen. Im Westen feucht-kühle Meeresluft, im Osten Hochdruckeinfluss. Diese Grenzlinie, die in Nord-Süd-Richtung direkt über Deutschland verläuft, löst sich morgen auf. Der Dienstag beginnt im Westen und Südwesten noch wolkig. Später setzt sich dort, wie schon im übrigen Gebiet, die Sonne durch. Dünne Schleierwolken nur über dem Süden Sachsens und Osten Bayerns. Ideale Voraussetzungen, um die Sonnenfinsternis morgen Abend beobachten zu können. Sie beginnt im Norden um 19.36 Uhr, im Süden um 19.41 Uhr. Die Luft kühlt heute Nacht bis 3 Grad in Bayern ab, sonst 6 bis 11. Am Tag 16 bis 20 Grad, im Südosten bis 23. Der Wind schwach bis mäßig um Nordost. Sonnig und warm die kommenden Tage, obwohl die Eisheiligen bevorstehen. Erste Wärmegewitter sind für Donnerstagnachmittag angekündigt, am Freitag unbeständig.